Moin Moin und Hallo. Ich bin nicht der Rock'n'Roll-Veganer, sondern das steht diesmal hinter der Kamera. Jo! Moin Moin! Und das hier ist unsere süße Mabel, die jeden Tag mit Kokosöl eingeschmiert wird. Und zwar mit diesem hier. Genau, dieses, genau, das ist nämlich, warte mal. Genau, das ist Bio-Kokosöl. Und zwar extra. Du musst einmal. Die will mich abhauen, ich habe überhaupt keinen Bock drauf eigentlich. Genau. Ist auch blöd. Und beide Hunde werden damit gut eingecremt. So, der Vorteil, da ist Laurinsäure drin. Und durch die, das ist eine Fettsäure, und ich dachte, Gott, das arme Tier mit Zoch wird das eingerieben. Nein, Laurinsäure ist eine Fettsäure und kommt, stammt eigentlich ursprünglich aus dem Lorbeerblatt. So, und schau mal, Mabel findet das so halb geil. Sag ich jetzt mal so vorsichtig. Aber es ist so, die hat, seitdem sie damit eingeschmiert wird, keine Zecken. Und das ist auch richtig gut, wenn die Hunde so offene Hautstellen oder Ekzeme haben, kann man die auch damit einreißen, es gibt keine Zecken. Und die Laurinsäure hält halt auf Löhe fern. Ne, Mabel? So, und das ist jetzt extra. Ne, man könnte ja auch sagen, zum Beispiel, guck mal, könnt ihr das sehen? Warum nehme ich dann nicht das normale Kokosöl? Ja? Warum muss denn das sein? Weil der Anteil an Laurinsäure darin einfach höher ist. So, Melanie, musst du das ganze Tier damit einreiben? Oder nur so ein paar Stellen? Ich würde die Stellen machen, wo die Zecken das gerne haben, so hinter den Ohren. Hals und an den Lefzen, am Hals. Schön einschmieren. Ich mache einmal einen Cut, eine Sekunde. Schneid das nicht raus, lass das drin. Wie ihr gesehen habt, von der netten, ansehnlichen Melanie zu dem Rock'n'Roll-Veganer. Mein Name ist Sean McMeyer und ich bin jetzt der Rock'n'Roll-Veganer. Genau. Also, Morgenland, Igelshorn GmbH, die haben extra ein Kokosöl für Tiere rausgebracht. Das ist, na jetzt denkt man ja, warum holt man nicht das? Das habe ich euch erklärt wegen der Laurinsäure. Das ist also wirklich hundertprozentiges Rohfett, einen hohen Anteil an der Laurinsäure, kaltgepresst. Lebensmittelqualität in Bioqualität, das finde ich persönlich immer wichtig, weil es den Leuten, die das, die werden ja auch fair behandelt, ne, die das ernten, anbauen, das soll ja auch alles richtig, die sollen ja auch entlohnt werden. Morgen dann fährt er hin, kennt die Leute persönlich. Finde ich auch sehr sympathisch, könnt ihr auch auf der Morgenland-Seite nachlesen, die Anbaugebiete, wie was angebaut wird, wie was produziert wird. So, jetzt, viele von euch werden denken, aber das ist ja Plastik, das ist extra in Plastik abgefüllt worden, damit, wenn das nämlich runterfällt, ja, und ihr habt das im Stall für Pferde oder was weiß ich, oder im Auto für eure Hunde und es kullert euch raus, damit es nicht gleich kaputt geht und es riecht wunderbar, also wenn ich jetzt hier rein riecht, also es riecht, was ich früher, kann ich mich dran erinnern, Bounty. Das riecht richtig lecker. Ansehnlich, riech du mal. Riecht das gut? Riecht sehr gut. Riecht wirklich sehr gut. Und das riecht auch sehr gut, aber nicht so stark wie das. Ne? Also, ja, das wollen wir euch heute einfach mal vorstellen. Unsere Mabel, unsere Emma, haben seitdem deutlich weniger Zecken. Ab und zu verliert jetzt immer eine Zecke auf den Hund. Aber ich sag mal, bestimmt 90% weniger Zecken. Man braucht weniger, ja. 90%. Ja. Also ich weiß, Bekannten oder so, die immer sagen, oh, unser Hund war wieder voll mit Zecken. Haben wir gar nicht, kaum Zecken. Ich glaube, Emma habe ich jetzt 2 Zecken gezogen in der ganzen Saison jetzt. Ne? Und das ist wirklich ein Hund, der durch, also der wirklich viel stöbert und schnuppert und durchs Gras, also ein sehr aktiver Hund. Im Gegensatz zu Mabel. genau. Ja, so. Ist halt viel Handarbeit, noch zur Zeit. Deshalb ist es ein kleiner Ticken teurer als das. Aber möchte ich euch halt ans Herz legen, statt dem Hund. Früher hat mein Hund immer so ein Zeugchen im Nacken gemacht. Irgendein Medikament. Aber seitdem wir das haben, kann man es einsparen. Und das ist wunderschön, weil es halt schön für Eczeme und zur Pflege ist. Und es steht sogar, was gut ist, zur Narbenpflege. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Denn unsere Geräte, die hat ja so einen kleinen Cut hier. Und dann haben wir das immer schön mit Kokosöl ein, aber nicht mit dem. Nicht mit dem. Mit dem haben wir das eingerieben. Aber es geht ja für Mensch und für Tier. Und dann ist die Narbe schöner geworden. Und hier steht noch zur Wundheilung bei Ekzem. Also Unterstützung zur Wundheilung und zur Narben- und Hofpflege.
So. Das ist das Bio-Kokosnussöl für Tiere. Hier kommt unsere Bande. Hallo. Zeig dir einmal hier die beiden Süßen. Und es klingelt an der Tür. Mein Name ist Schubeck Meier, der Rohr-Veganer aus Friesland. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Räuber und Räuberin.